und dass die Souveränität von Staaten geachtet werden muss. Das Recht ist von Russland gebrochen worden. Und deshalb kann niemand davon ausgehen, dass der russische Präsident und die russische Regierung nicht auch bei anderer Gelegenheit das Recht der Völker und unsere Verständigung brechen würde. Auch unabhängig von der NATO-Mitgliedschaft und auch in der Zeit, bevor über eine solche in der NATO entschieden würde, immer auf die Unterstützung Deutschlands verlassen können. Dazu sehen wir uns als Europäerinnen und Europäer ohnehin verpflichtet. Whether Finland's decision will be joining NATO or not, it will be based on our will to contribute to our common security. The build-up of our national defense is being accelerated, and we are mirroring the German bold decision to increase our defense expenditures to 2% of GDP, and we will do this as soon as it's practically possible. Schönen Dank. Danke schön, wir freuen uns hier, dass du da warst.